Sie das Aroma auch nochmal von meiner Person? Ich werde für den Assistent AG seit mehreren Jahren ebenfalls als Senior Consultant tätig, auch verstärkt bzw. ausschließlich im Microsoft-Kleinentwicklung-Umfeld und seit den letzten 2 Jahren verstärkt in Projekten, die sich mit den Technologien und um das Application Lifecycle auseinandersetzen und dabei Team Foundations von Microsoft umsetzen. Also insbesondere Anpassung, Einführung, Migration. Das sind die. Ich möchte dazu in meinem Vortrag in 3 Teile geteilt kurz was über das allgemeine Application Lifecycle Management sagen. Was ist damit gemeint? Was will man damit? Im nächsten Teil soll es etwas konkreter einen Team Foundation Server dabei geben. Und im 3. Teil möchte ich zu diversen Kategorien, die der Team Foundation Server in dem Bereich abdeckt, ein paar Beispiele machen. Ja, vorweg möchte ich nochmal schicken, was eingangs auch gesagt wurde. Haltet es bitte auch so lockere Runde. Fragen Sie einfach dazwischen. Ist mir persönlich lieber, als wenn ich den Monolog hier runterleiere und vielleicht den einen oder anderen dabei verliere. Kommen wir also zum ersten Bereich, Application Lifecycle Management und das im Fokus Microsoft Technologie. Ja, was meint das Ganze? Sie alle kommen aus dem Entwicklungsbereich bzw. Applikationsentwicklung dürfte Ihnen nicht unbekannt sein. Insofern hat eine Applikation einen gewissen Lebenszyklus, den man grob gesehen in diese 3 Bereiche unterteilen kann. Das ist zum einen eben die Definition, zum anderen eben die Umsetzung, die Entwicklung und natürlich die Aufrechterhaltung, sprich den Betrieb der Applikation letztendlich dort, wo sie eingesetzt werden soll, um Probleme zu lösen. Nun, das Ganze dreht gewissermaßen nicht nur eine Runde, sondern während der Laufzeit des Lebenszyklus eben auch mehrere Runden, das heißt, es ergeben sich Änderungen, neue Anforderungen, Weiterentwicklung etc. Wie kann ich das Ganze beherrschen und wie sind dabei die Personen eingebunden, die quasi mit diesem Lebenszyklus der Applikation praktisch oder die dafür ja, Arbeit tun? Dann möchte ich nicht zuletzt gleich noch ein paar wichtige Kategorien, die da eine Rolle spielen, einblenden, auf die ich später nochmal konkreter zu sprechen komme. All die sind so in den 3 Hauptbereichen ungefähr angesiedelt, wie ich sie jetzt hier dargestellt habe. Wie gesagt, ich komme dann später nochmal in die Teile zurück, wo wir uns dann wiederfinden. Ja, letztendlich, wie gerade eben schon angedeutet, beherrscht wird so ein Lebenszyklus mit all seinen Aufgaben und Anforderungen durch eine Anzahl von Personen, ein Team. Ihnen ist vielleicht auch diese Erklärung des Wortes geläufig. Das lassen wir aber mal schnell weg. Meine Auffassung, sollte ein Team die besonderen Eigenschaften auszeichnen, dass es transparent arbeitet, dass es effizient arbeitet, dass es anpassungsfähig ist und nicht zuletzt, wenn diese Zusammenarbeit wunderbar funktioniert, sind einfach auch alle Mitglieder des Teams entsprechend motiviert. Gut. Diese Zusammenarbeit in so einem Team zu optimieren, ja, was heißt das? Man wünscht sich Durchlaufzeiten verringern, Geschäftswert erhöhen. Hört man ganz häufig in diesem Zusammenhang. Wie kann ich das erreichen? Ja. Am besten beispielsweise dadurch, dass ich schon mal beginne, Informationen dort wiederzufinden, wo ich sie wirklich brauche. Und dass ich an der Stelle und in der Rolle, in der ich mich im Team befinde, an meinen gewohnten Stellen in meiner Arbeit unterstützt werde. Diese Rollen sollten immer dargestellt sein, die entsprechenden Applikationslebenszyklus eine Rolle spielen können. Das sind Designer, Entwickler,
Ja, also ich war gerade bei der Woll. Wie kann ich diese also aktiv unterstützen in ihrer Zusammenarbeit? Und dort hat sich Microsoft der Sache angenommen, nun ja schon in der vierten Generation, über Jahre weiterentwickelt. An der Stelle vielleicht auch gleich mal erwähnt, gerade auch schon von Gartner gesprochen haben, kann man auch bei Microsoft nachlesen. Gartner hat in diesem Jahr im Mai in ihrer Studie zum Thema Application Lifecycle Management Microsoft in seinen Tools in den Liga-Quadranten gehoben als ausgezeichneten Anbieter, der Tools eben in dem Umfeld zum Einsatz bringt. Das war in den vorhergehenden Jahren nicht so, also man hat sich dort kontinuierlich gesteigert und einen festen Platz erobert. Ja. Also diese Plattform soll also alle Teammitglieder bestmöglich bei der Zusammenarbeit unterstützen. Aktiv, und hier kommt der Team Foundation Server zum Einsatz, sieht das dann so aus, nehmen wir das Bild einfach nochmal her. Das ist mittlerweile zwei wesentliche nebeneinander laufende Plattformen, gibt es zum einen der Team Foundation Server, die Sie vielleicht selbst auch einsetzen. Mittlerweile gibt es auch einen cloud-basierten Dienst, der entsprechend nahezu dieselben Aufgaben wahrnehmen kann. Drumherum, um diese entsprechenden Rollen im Team bestmöglich zu unterstützen, sind über APIs bzw. Verbindungen und hauptsächlich Datenverbindungen und Client-Integrationen die verschiedensten Verbindungen zu weiteren Office-Anwendungen und Applikationen geschaffen worden, die dann in der Regel eben speziell bei der einen oder anderen Rolle zum Einsatz kommen in der täglichen Arbeitsleben. Ganz wichtig an der Stelle des Konzepts ist natürlich die Datenbasis. Das heißt, der Team Foundation Server bietet einfach die Schnittstelle und den Punkt, wo alle Daten, die jetzt in der Entwicklung und der Betreuung des Lebenszykluses anfallen, aus allen Bereichen zusammengefasst werden können, wo diese Daten logisch und gezielt miteinander verknüpft werden können und auch in entsprechende Abläufe gebracht werden können. Besonders interessant ist das Ganze dann, wenn diese Datenbasis auch noch, also Datenbasis Microsoft SQL Server, wenn dabei noch der Reporting Service und Analysis Service betrieben wird, das ist ein wesentlicher Bestandteil, um anschließend auf diesen Daten weitgehend Auswertung fahren zu können. Komme ich in ein Beispiel nochmal drauf zurück. SharePoint bildet an der Stelle auch einen wesentlichen Integrationspunkt zum Team Foundation Server, immer stärker. Da bietet Standardübersichtsseiten, die mir Aufschluss geben über den Status des jeweiligen Entwicklungsprojektes und auch die Fortschritte leiten kann. All diese Informationen und deren Auswertung bieten letztendlich natürlich eine Grundlage, auf der für weiteres Vorgehen im Projekt bezüglich dieser Applikation geplant und gesteuert werden kann. Ich möchte nochmal dieses Bild aufgreifen. Das verdeutlicht einfach nochmal den Team Foundation Server Gedanken als zentrale Basis, die rundherum angesiedelten Applikationen und die Erweiterbarkeit. Und worauf ich jetzt noch ein bisschen mehr eingehen möchte, ist der orangene Bereich, eingefasst durch den weißen, das Prozess-Template und was dahinter, was sich dahinter verbirgt. Ja, die Kategorien, die da eben aufgeführt waren, sind die, die Sie hier wiederfinden. Eigentlich wesentliche Kategorien im Bereich, wie ich sie am Anfang schon mal in den ganzen Ablauf rund um den Applikationslebenszyklus eingegliedert habe, Anforderungsaufnahme, Projektmanagement und so weiter, wie sie da stehen. Und all diese Kategorien können über das sogenannte Prozess-Template im DFS reguliert angepasst werden
um Daten gemäß den eigenen Bedürfnissen zu steuern und auszuwerten. Das Ganze hat den wesentlichen Vorteil, dass ich relativ flexibel in der Gestaltung bin, wie mich dieses Tool im Einsatz unterstützt. Das heißt, prinzipiell wird es immer so sein, dass man ein gewisses Basismodell hernimmt, auf dessen Artefakten man seinen Entwicklungsprozess aufsetzt und auch pflegt und lebt, dann nebenher aber relativ schnell Erfahrungen machen wird, wie das Team selbst arbeitet, also seinen eigenen Rhythmus findet. Und nicht zuletzt spielt hier der agile Gedanke eine große Rolle, dass aus diesen Erfahrungen heraus regelmäßig versucht wird, das Beste mitzunehmen über ein Review oder eine Retrospektive und gegebenenfalls, sofern nötig, dann diese Änderungen oder Verbesserungen über das Prozesstemplate einzupflegen. Mit dem Vorteil, dass ich diese Änderungen in meinem Arbeitsleben, also im täglichen Arbeitsumfeld, sofort wiederfinden kann. Kommen wir nun nochmal zum dritten Punkt. Und zwar möchte ich hier zu den jeweiligen Kategorien, teilweise kurz, teilweise etwas länger, ein kleines Beispiel noch anführen. Angefangen mit dem Anforderungsmanagement. Wie kann ich also Anforderungsmanagement in Verbindung mit dem Team Foundation Server und seinen Client-Applikationen abdecken? Nun, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In der Regel werden das Analysten tun oder eben im agilen Umfeld Product Owner, die mit ihren hier dargestellten möglicherweise Hauptwerkzeugen Anforderungen aufnehmen und bearbeiten. Und wie komme ich dazu, diese dann in den Foundation Server zu transferieren? Das möchte ich kurz mal zeigen. Und zwar habe ich hier mal ein kleines fiktives Anforderungsdokument vorbereitet. In der Form, dass ich davon ausgehe, jemand, der die Anforderungen bearbeitet, ist in der Regel wahrscheinlich sehr vertraut mit Microsoft Word und hat seine Anforderungen in Dokumentform vorliegen. Hat hier also die Möglichkeit über eine entsprechende Integration in Word, nennt sich Word TFS. Items, das zentrale Element im Team Foundation Server ist ein Word-Item, in dem Informationen abgelegt werden. Davon gibt es unterschiedliche Typen und in dem Fall, den ich hier jetzt aufgegriffen habe, ist das Scrum-Template hinterlegt und das arbeitet mit den Anforderungen in Form von Product-Backlog-Items, sicherlich dem einen oder anderen schon begegnet. Das bedeutet, ich kann also beim Aufnehmen der Anforderungen mir ein neues Element hinzufügen. Beispielsweise für ein Login-Screen. Ich wähle dann aus, dass ich ein neues Backlog-Item erstellen möchte. Gebe kurz den Titel an. Vielleicht noch den Business-Value an der Stelle, der mir wichtig ist, können wir jetzt erstmal außer Acht lassen. Das sind weiterführende Informationen und im Feld der Description. Mit zu übertragen und auch jetzt einfach mal hier einen Screenshot, den ich hier gegebenenfalls sinnvollerweise eigentlich in den Login-Screen mitgeben möchte, in Form von einer Erläuterung oder einer besseren Beschreibung für die jeweilige Anforderung. Ist das jetzt 2012 oder 2010? Das ist momentan 2010.
Dann übertrage ich diese neue Anforderung an das Repository des Deep Foundation Server. Gleich sehen in den rot markierten Feldern ist also gekennzeichnet, dass dieses Item jetzt angekommen ist, eine ID bekommen hat und einen Status. Ich kann dann in der jeweiligen Übersicht, sei es jetzt Berichte oder Queries über Work-Items, kann ich diese Anforderung wiederfinden. In dem Fall möchte ich sie in meinem Product-Backlog-Item wiederfinden. Und das ist auch der Fall. Da ist dann meine neue Anforderung hinzugekommen. Und die kann dann an dieser Stelle von hier aus weiterverarbeitet werden von der nächsten Person im Projekt. Dazu kommen wir also gleich. Das heißt, wir müssen noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben also gerade eine Anforderung oder einen Change aufgenommen. Und das ist durch das Anforderungsmanagement in einer Form passiert. Jetzt möchte ich kurz auf das Projektmanagement eingehen und dazu zeigen, wie man mit Hilfe von MS Project genau an dieser Stelle gegebenenfalls weiterarbeitet. Ich habe das auch ebenfalls kurz vorbereitet. Einen Projektplan, den gegebenenfalls der eine oder andere kennt, synchronisiert ebenfalls wieder über diese Verbindung zum Deep Foundation Server. Bin ich jetzt in der Lage, mir über den Refresh dieses neue Anforderungselement zu holen. Sorry, get, nicht refresh. Nächstes würde ich das über den Publish wieder in den TFS zurück überführen. Was in diesem Moment passiert ist. Und wenn ich dann in meine Sprintplanung schaue, ist das Item natürlich noch nicht enthalten, weil das ist die Sprintplanung für den Release 1.
Lasse ich mir aber die Planung für den Zweier-Sprint anzeigen. Eben das schon bereits vorhandene Anforderungen mit den geplanten Tasks, mit dem Work Breakdown zu dieser Anforderung und das eben eingepflegte Element. Man kann dann von hier aus, vom Lead Developer meinetwegen, an die weiteren Entwickler zugewiesen, der mit weiteren Informationen auf den Feldern versorgt werden, mit anderen Work Items verknüpft werden und. Zurück. Gesammelt habe ich also jetzt einen Projektplan erstellt, in dem diese Anforderung mit eingeflossen ist. Kurz anreißen würde ich ganz gerne mal den Bereich der Versionskontrolle. Ich denke, da sind die meisten wahrscheinlich gut vertraut. Es würde jetzt auch zu viel technischen Hintergrund noch mehr bedeuten als jetzt schon beim Projekt. Also im Wesentlichen geht es mir einfach darum, mal kurz zu zeigen, dass wenn ich jetzt in meiner Applikation als Entwickler im Visual Studio eine Änderung vornehme, ganz egal jetzt in welchem Umfang, träge in der Wechselschlange. Im Aufwachen immer nicht ganz so. Okay. Das sollte jetzt auch nicht businesskritisch sein, diese Änderung. Ganz genau auf diesen Dialog in den unteren Bereich sehen, wollte ich hinaus. Das heißt, dieser Pending Changes Dialog führt mich quasi mit einem Mini-Workflow, der hier an der Seite aufgeführt ist, durch den Check-In-Vorgang, der dem Team einen gewissen Mehrnutzen bringt in Bezug auf die Zusammenführung und Verknüpfung von Daten und sehr wichtig ist. Das heißt, ich kann an der Stelle oder sollte an der Stelle dann über die entsprechende Query auch meinen Task auswählen, den ich mit dieser Codeänderung verknüpfen möchte, um eine weitere Kette von Informationen und Informationsfluss zu gewährleisten. Okay, können wir glaube ich schon zurückspringen. Derweil. Wir haben also kurz gesehen, wie nach einer Implementierung Changesets erzeugt werden und dabei auch der Teamgedanke eine wichtige Rolle spielt. Als nächstes möchte ich ebenfalls nur kurz anreißen, wie Team Foundation Server unterstützt bei der Bildautomatisierung und dem Release Management, was damit in Verbindung hängt oder im Zusammenhang steht. In der Regel wird das durch jemanden, der für den Bild verantwortlich ist, getan. Und durch meinen Check-In-Vorgang wurde hoffentlich schon wieder fertig. Läuft noch ein Continuous Integration Build getriggert, der jetzt gerade noch läuft, um diese Änderung einfach zu überprüfen, zu verifizieren auf einem unabhängigen Build-System. Das heißt, ich überprüfe damit die Qualität des Codes und des Gamesets, der eingecheckt wurde. Und letztendlich kommt dabei eine Information heraus, ich kann schon eine öffnen, bevor wir jetzt warten, die da folgendermaßen aussieht und wieder im Kreise der Entwickler des Projektes verschiedene Werte enthält, nämlich Informationen darüber, ob es natürlich in erster Linie erfolgreich war, der Bild, wenn Tests verbunden sind oder waren, ob die erfolgreich gelaufen sind und ganz wichtig der Bereich darunter. Ich habe eine Historie über die in Verbindung gebrachten
Änderungen, die in ein Bild eingeflossen sind und damit assoziierte Work-Items. Das ist eine Art Release-Notes pro Bild. Gibt es da eigentlich wirklich Sachen, sowas wie es in Java verkennt, Chat-Style und PMD, also dass man zum Beispiel Codierungsregeln überprüft und. Genau, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Diese Regeln, das deckt unter anderem auch dieser Workflow hier ab. Da habe ich hier eigentlich einen Punkt mit dabei, Policy Warnings, der mir sagt, all Check-in Policies are satisfied. Das heißt, ich kann für mein Team im Vorfeld oder auch jederzeit, das ist auch wieder der Gedanke dahinter, das noch mal kurz zeigen, diverse Policies, Regeln einführen, die ich hier auch customized erweitern kann, bis hin zu verschiedenen Frameworks, die die Codequalität prüfen, die Komplexitätstiefe prüfen und. Also das würde dann zu jedem Check-in-Vorgang eben dafür sorgen, dass da auch nur Qualität eingeschickt wird, also sowieso die Entwickler machen. Beantworte die Frage? Ja, okay. Das heißt, wir haben jetzt eine Version hergestellt. Als nächstes, das würde ich jetzt ganz kurz fassen, ist nämlich ein separates Tool und auch nicht so 100% mein Gebiet, gibt es von Microsoft mit dem Titel Visual Studio Test Professional, ein separates Tool, nämlich den Microsoft Test Manager, der da so aussieht, mit dem ich ebenfalls stark gebunden an den Team Foundation Server in einer Qualitätsabteilung als Tester oder Qualitätssicherer meine Arbeit tun kann. Das heißt, ich gehe hier eigentlich so vor, dass ich mich zu meinem Teamprojekt verbinde, einen Plan anlege, Testplan, und den dann weiterführend bearbeite. Ja, also ganz wichtig an der Stelle sei nochmal gezeigt, dass ich dann für diesen Testplan ebenfalls auf die Datenbasis natürlich zugreifen kann, die im Team Foundation Server verfügbar ist. Und für den Tester an der Stelle, ganz wichtig für die Testplanung, sind ganz einfach Requirements, weil die müssen überprüft werden. Also kann ich mir dann das entsprechende Requirement rausgreifen, eine Testsuite anlegen und dazu Testcases erstellen und diese anhand der Applikation durchtesten. Das soll an der Stelle erstmal dazu genügen. Ja, kurz visualisiert, nochmal an der Stelle, weil die Verknüpfung zwischen Bild und Test sehr sinnvoll gestaltet werden kann. In der Infrastruktur, Team Foundation Server und was drumherum angesiedelt wird. Wir haben also den Team Foundation Server und wir haben das unabhängige Bildsystem mit einem Bildcontroller, der ist jetzt nicht nochmal explizit da eingezeichnet, und auch ein Testcontroller. Was hier passiert, ist einfach, sobald ein Bildauftrag angestoßen wird, kümmert sich das Bildsystem darum, über den Controller die Daten zu besorgen, die für das Bild erforderlich sind, erzeugt die Version oder die Binaries, deployt im selben Zuge das Binary auf einer Testumgebung, auf der ein sogenannter Testagent läuft und kann im Anschluss inklusive des Build-Prozesses einen Testlauf ausführen lassen auf dieser Testumgebung, um Ergebnisse zu sammeln und diese dann in Form von weiteren Einträgen, diesen Build-Log, den wir gesehen haben, mit zurückzuliefern ans Team Foundation Server System. Entsprechend ergeben sich aus Testmanager und automatischen Tests das Feedback für die Entwicklung, was ebenfalls wieder in Form von Items eingetragen wird, sei es Bug oder Issues. Letzter Punkt der Kategorien sei genannt, wichtiges Thema im Managementbereich und auch bei der Projektplanung, das Thema Reporting. Es bietet mir eine Übersicht von verschiedenen Auswertungen, die standardmäßig auch schon vom Team Foundation Server in Abhängigkeit von dem jeweiligen Prozess-Template zur Verfügung habe. Es bietet einfach nicht nur dem Management, sondern prinzipiell allen Beteiligten im Projekt eine gewisse Transparenz. Also alle können quasi sich einen tagesaktuellen oder sehr genauen Überblick verschaffen, wie stehen wir mit dem Projekt, wie kommen wir voran. Und
insbesondere, wie schon eingangs genannt, sind diese Reports verfügbar über Visual Studio, über die SharePoint Dashboards und auch in Form von Reports des SQL-Servers. Zwei kleine Beispiele habe ich einfach mal angebracht. Das ist ein Ausschnitt aus einer SharePoint-Portalseite, die zum Team angelegt werden kann und die diese Informationen selbstständig aktualisiert über ein Warehouse im Hintergrund, im Team Foundation Server, und mir also zeigen kann, Burndown ist sicherlich mittlerweile auch ein Begriff, wie weit komme ich voran, Arbeit, die zu tun ist, gegenübergestellt der erledigten Arbeit, mit dem Trend und der Ideallinie eingezeichnet. All diese feinen Darstellungen sind, wie gesagt, tagesaktuell, beziehungsweise in dem Rhythmus, in dem die Reporting-Services eingestellt sind zu arbeiten, aktuell verfügbar über die Webseite. Ganz sehr empfehlen kann ich diese Übersicht, weil sie einfach auch nochmal das zeigt, auf was ich in meiner Gesamtdarstellung hinaus wollte, nämlich wie die verschiedenen Bereiche miteinander agieren und wie, wenn alle Verknüpfungen da sind, die Daten dazu gepflegt wurden, wenn man über so eine Übersicht hervorgehen kann, welchen Status der jeweilige Bereich im Applikationszyklus hat. Also erledigte Arbeit, Arbeit, die noch zu tun ist, wie sieht es momentan mit dem Test aus, welche Fehleranzahl ist vorhanden. Ich eine Frage? Ja. Ist das jetzt bezogen auf einen Sprint oder auf das gesamte Projekt? Gegenüber der ursprünglichen Schätzung? Das ist immer bezogen auf einen Zeitraum. Okay, also egal, ob das ein Sprint ist oder das gesamte Projekt. Okay. Den kann ich bei einem Report über Parametrisierung immer festlegen. Ja. Sei nochmal zum Abschluss mit hinzugefügt. Eben der große Kreislauf und die darüber liegenden Auswertungen zu den jeweiligen Themen, insbesondere zum Status Entscheidungsfindung. Das war's von meiner Seite. Als kurze Demonstration an Übersicht zum Thema RPG-Werkzeuge schon gewesen. Begleitet die tägliche Arbeit, auch hoffentlich die Projekte, die Sie zukünftig mit den hier sonst heute vorgestellten innovativen Technologien machen werden und die Sie wahrscheinlich aber heute auch schon der ein oder andere im Einsatz hat.